Hey Leute und willkommen zur Episode Nummer 3 der Trainerkarriere. Am Anfang wollte ich euch mal kurz Danke sagen, denn die erste Episode vor allem kam äußerst gut an. Ich glaube mittlerweile um die 800 Views, 66 Likes, sowas in dem Stil, 50 Kommentare, das ist top. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, muss ich sagen. Und da wollte ich einfach mich mal bedanken, dass das doch so viele interessiert und dass auch das dann sehr so gut ankam. Zuerst möchte ich mal hier nach einem Scout schauen. Der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Teddy Mopé. Wir haben 3 Millionen, der kostet 2,7, hat eigentlich ganz gute Sterndinger. Also holen wir ihn mal und schauen mal, ob der uns vielleicht ein paar gute Talente angeln kann, denn ja, junge Spieler sind ja die Zukunft des Fußballs und die braucht man auch. Ich habe dementsprechend auch relativ viele Fragen bekommen. Die habe ich mir jetzt alle aufgeschrieben, werde ich jetzt mal alle beantworten, sofern ich dazu komme, aber ich denke schon. So viele waren es im Endeffekt gar nicht. Was vor allem kam bei der ersten Episode, waren Spielervorschläge und Spieler, die ich mir halt holen könnte. So, was machen wir denn aufstellungstechnisch? Leitner auf links war jetzt nicht so das super tolle. Werner ist jung. Können wir mal eine Chance geben. Wie sieht es sonst aus? Defensiv war das eigentlich alles ganz gut. Ja, ja doch, komm, los geht's. Ja, ihr seht die Elf. Traoré und Werner, zwei schnelle Außen. Gute Defensive mit Rüdiger und Ake. Sollte eigentlich passen. Wir brauchen die Punkte, wie gesagt. Die ersten Spiele waren alles andere als gut, denn, wie gesagt, sie wurden übersprungen und die haben wir dann verloren. Und von daher können wir jeden Punkt brauchen, den wir kriegen können. Und das soll natürlich gegen den HSV geschehen. Das Team, das ich ja in der letzten Saison, im letzten Jahr hatte, als Trainerkarriere-Team, wo ich einige gute Zeiten hatte mit Adrian vor allem, ein überragender Spieler letztes Jahr. Ja, wollen wir mal schauen, wie es läuft. So, kommen wir zu den Fragen. Erste Frage, denkst du, dass Braunschweig absteigt? Erstmal Cancelo hier kurz, okay. Denkst du, dass Braunschweig absteigt? Ja, schwierige Frage, aber ich denke mal eher schon. Also die Chancen, dass sie absteigen, stehen in meinen Augen höher als die, dass sie nicht absteigen. Denn Braunschweig hat zweifelsohne grandiose Fans. Das ist mir beim Spiel gegen den VfB aufgefallen. VfB hat 4-0 gewonnen, was glaube ich. Und die Mannschaft lag 0-4 hinten, zu Hause wohlgemerkt. In jedem Stadion dieser Welt, oder Deutschlands auf jeden Fall, würde da ein gellendes Pfeifkonzert kommen. Aber die Braunschweiger, die haben gejubelt und haben gefeiert und haben dann beim, nochmal um es zu erwähnen, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, bei einem 0-4 Rückstand zu Hause vor eigenen Rängen haben die Braunschweiger Fans noch You'll Never Walk Alone gesungen. Und das finde ich grandios. Also da mal ganz, ganz riesen Lob an die Fans. Die Mannschaft so zu unterstützen, das gibt es in keinem anderen Stadion Deutschlands auch nur annähernd so. Und das ist ganz großes Kino. Man merkt einfach, dass diese Fans auch einfach froh drüber sind, mal wieder in der ersten Liga zu sein, nachdem sie ja jetzt sehr, sehr lange warten mussten. Und dass ihnen die Resultate natürlich auch wichtig sind, aber dass sie im Endeffekt, auch wenn die Mannschaft verliert, immer noch ganz, ganz klar zu ihrer Mannschaft stehen, wie es bei vielen Mannschaften in Deutschland leider nicht ist. Aber um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, oh, ich will jetzt ja hier nicht zu sehr abschweifen, ich denke schon, dass Braunschweig absteigt. Die haben zwar schon einige gute Spieler, Bellarabi zum Beispiel, El Abdelawi kann auch was und Boland ist auch ganz gut. Aber das reicht insgesamt gesehen einfach nicht für die erste Liga, nicht wirklich. Sie haben jetzt in letzter Zeit öfters mal gepunktet, das ist auch sehr gut, gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Leverkusen gewonnen, also keine allzu leichten Gegner, sage ich mal. Gut, Leverkusen hat mit einer B11 gespielt, waren da sehr überheblich, aber dennoch glaube ich nicht, dass es reicht. Ich hoffe es, ich wünsche es ihnen von ganzem Herzen, ganz ehrlich, also die Fans hätten es verdient, aber ich glaube halt nicht, dass es reicht. Aber ich lasse mich überraschen, ich meine, in der Bundesliga ist alles möglich. Freiburg ist ganz schwach, Nürnberg ist ganz schwach, es gibt auch noch andere Mannschaften, die da unten reinrutschen könnten. Man wird sehen, ja, ich denke schon, aber ich hoffe nicht. So, zweite Frage, wer ist bis jetzt der beste U19-Spieler dieser Saison für dich? Es gibt ja im Grunde diese drei U19-Spieler, die jetzt diese Saison hochgekommen sind, nämlich Max Meyer bei Schalke, Jonathan Tah bei Hamburg und Timo Werner bei Stuttgart. Von diesen dreien würde ich eigentlich Meier auf Platz 1 holen, ganz, ganz knapp dahinter Werner auf Platz 2 und dahinter dann ein bisschen Tah auf Platz 3, was zum einen daran liegt, dass er als Innenverteidiger natürlich nicht so aufmerksam und nicht so auffallend vor allem spielen kann und vor allem auch nicht sollte, weil wenn ein Innenverteidiger auffallend spielt, dann ist es meistens relativ negativ. Ich habe auch nicht viel von ihm gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Spiel gesehen, ich weiß nicht, gegen wen es war, aber das war jedenfalls nicht so stark, also da hat er, ich glaube, das war sogar gegen den VfB, hat auf jeden Fall einige Unsicherheiten drin gehabt, gerade im Stellungsspiel, war oft zu spät dran, das war nicht optimal, aber man hat es natürlich als 17-Jähriger, ich glaube, der ist noch 17,
in der Bundesliga als Innenverteidiger äußerst schwierig. Er hat die Physis, die man braucht. Wer war das? Das war... War das Werner? Ich glaube, das sieht nach Werner aus. Ja, es war Werner. Sehr schön, 1:0 für den VfB durch Werner, wo wir gerade schon von den jungen Talenten reden. Kommt Werner, macht das Tor, setzt sich da überraschenderweise durch. Und wir sind ja auch bei Hamburg, also sind wir auch bei Tar, sofern das spielt. Glaube ich zwar nicht, aber cool. Sind wir ja eigentlich perfekt beim Thema hier gerade. Ja, also es war jetzt nicht sein bestes Spiel wahrscheinlich. Also sind alles drei zweifelsohne ganz große Talente. Und ein großer Unterschied ist zwischen denen allen. Die sind alle in einem jungen Alter. Werner ist der jüngste von allen, soweit ich weiß. Meier ist ja schon eine Weile 18 jetzt, ein paar Monate, glaube ich. Und Tar weiß ich gerade nicht einzuordnen, aber der dürfte auch noch älter sein ein bisschen als Werner. Also Werner ist der jüngste in dieser Kategorie, deswegen, das ist aber ein V-Schiri. Na gut, dann eben nicht. Werner, ja komm Werner. Ja, schade. Deswegen muss man ihm den größten Respekt eigentlich zollen, dass er da physisch auch schon so mithalten kann. Aber was ich halt krass finde, Tar, der Junge ist 17, der ist jünger als ich. Und hat eine Physis, der ist 1,90 groß, ist ein absoluter Brecher, das ist unfassbar. Also, nee, das ist richtig krass, was der für einen Körper hat mit schon 17 Jahren. Aber wie gesagt, also erster Platz würde ich Meier setzen, ganz knapp dahinter Werner und ganz knapp dahinter Tar. Die sind alle ungefähr auf dem gleichen Niveau und ich traue allen dreien eine ganz, ganz große Zukunft zu, wenn sie so spielen, wie sie das Potenzial haben. Und von daher möchte ich da gar nicht groß differenzieren zwischen allen. Sind alles sehr gute Talente. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. So dann, welches waren für dich die besten Transfers? Ich nehme mal an, du meinst diese Transferperiode in der Bundesliga. In den anderen Ligen habe ich einfach nicht die Kenntnis, um das zu bewerten. In der Bundesliga gab es einige Transfers, die... Ups, grätsche ich meine eigenen Männer hier schon um. Die sehr gut waren. Unter anderem sehr positiv eigentlich sind Mkhitaryan und Aubameyang bei Dortmund. Gut, man hatte auch eine sehr schwierige Lücke zu schließen mit Götze. Aber ich denke, Mkhitaryan spielt schon sehr, sehr gut und zeigt, dass er einiges drauf hat. Klar, 30 Millionen oder was auch immer sie gezahlt haben, ist ein bisschen arg viel. Aber, ja, auf jeden Fall beides sehr gute Transfers. Auch Aubameyang trifft sehr viel. Es gab zwar auch schon Kritik gegen Aubameyang, gerade von Dortmund-Fans, dass er halt jetzt, weiß auch nicht, das war schon nach ein paar Spieltagen, als halt mal Dortmund ein Spiel sehr schwach gespielt hat. Als dann die ganzen, ja, wie soll man sagen, die ganzen Bruttler nennt man es in Stuttgart. Also die ganzen, die halt sich als Fan des Vereins nennen, aber im Grunde nur dabei sind, um über irgendwas sich aufregen zu können, sei es noch so klein. Die sind halt aus ihren Löchern gekrochen, haben da dann rumgelästert und wie schlecht die doch alle seien und buhu, buhu. Aber im Endeffekt sind es zwei gute, gute Transfers auf jeden Fall. Dann, sehr, sehr wichtig, war der Transfer von Kevin Prince Boateng zu Schalke, denn es lief absolut nicht dort. Dann kam er und plötzlich lief's. Und man merkt's auch, der ist extrem wichtig fürs Spiel. Offensiv macht er ja, eigentlich alles. Und schießt Tore, bereitet Tore vor, leitet alles ein, oder nicht alles, aber vieles. Und ist auf jeden Fall, oder war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Transfer, also gehört der definitiv auch auf die Liste der besten Transfers. Dann haben wir noch Pierre-Michel Lasogga von Hamburg, auch wieder beim Thema, hier mit dem Spiel, der enorm viel trifft. In den letzten zwei Spielen glaube ich nicht, aber davor eine unfassbare Quote. Und das auf jeden Fall sehr positiv. Er ist zwar, glaube ich, nur geliehen und wird also, sofern Hamburg da nicht irgendwie nicht den Kauf durchsetzen kann, zu Hertha zurückkehren. Aber bislang spielt er richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch zwei Spieler, die ich auch wirklich sehr gute Transfers nennen würde. Und zwar Kruse und Raphael bei Gladbach. Man sieht einfach, Gladbach ist richtig, richtig gut diese Saison. Mit den beiden in der Offensive. Letzte Saison hatten sie da... Ja, wen hatten sie da eigentlich im Sturm? De Jong, aber der, ja, konnte die Erwartungen lange nicht erfüllen. Und wen hatten die denn sonst noch im Sturm? Mlappa, gut, der ist sowieso die Oberpfeife schlechthin. Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall die zwei richtig gute Transfers. Spielen dort richtig stark. Gladbach hat eine wirklich, wirklich gute Offensive, wo die zwei extrem wichtig für sind. Und somit waren das wirklich sehr gute Transfers. Dann meine Meinung zu Moritz Leitner. Der ist ja jetzt an den VfB ausgeliehen. Und ich muss sagen, ja, ein Leitner, nicht so toll. Also wenn er spielt, dann spielt er meistens nicht sonderlich gut. Man merkt zweifelsohne, dass er wirklich talentiert ist. Er hat ein feines Füßchen. Technisch ist er richtig gut veranlagt. Aber er setzt es halt nicht wirklich um. Und er trifft halt auch die falschen Entscheidungen auf dem Platz. Das ist so ein bisschen dieses Timo Gebhardt-Syndrom. Sehr hoch veranlagt, sehr gut und Riesentalent, aber im Endeffekt macht er sich selber kaputt, weil
Leitner, wenn er durch was auffällt neben dem Platz, dann ist es einfach Arroganz. Und auch so ein bisschen, also ich meine, das wird dann immer so, viele finden es nicht schlecht, weil es so dieses Spitzbübische ist. Aber wenn man sich das mal genau, also ich finde, das wirkt einfach alles nur sehr arrogant bei ihm. Und ja, das kann, nein, das kann eigentlich nicht positiv sein. Also, ja, ich hoffe mal, er setzt das um, was er kann. Er ist sehr talentiert auf jeden Fall, aber bislang sieht es nicht wirklich danach aus. So, ich möchte mal kurz wechseln hier, denn gerade Maxim scheint mir sehr erschöpft zu sein. Da können wir mal Max Meyer bringen. Janusai, den Jungen von Manu, genau, Manu war er. Ja, könnte man notfalls auch bringen. Machen wir so rum. Und dann sollte das eigentlich passen. Weiter zur Frage. Ja, Leitner, also talentiert auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird so ein zweiter Fall Gebhardt, wenn sich da nicht viel ändert. Dass er einfach sich selber im Grunde kaputt macht durch seine Art, durch sein Denken, weil er zu hoch abhebt und dadurch dann eben ja nicht mehr die Leistung bringt, die er hätte bringen sollen. Gut, bei Gebhardt kamen auch noch sehr viel Verletzungen und so dazu, zweifelsohne, aber dennoch war das einfach auch ein wichtiger Punkt. So, dann, wie alt bist du und welche Klasse? Ich bin 18 jetzt, seit knapp einem Monat, seit November, 9. November habe ich Geburtstag. Also seit ungefähr einem Monat bin ich jetzt 18. Ich gehe zur 12. Klasse, KS2, Kursstufe 2. Heißt, ich mache dieses Jahr mein Abi. Und das war dann eigentlich auch schon die Frage. Passenderweise kam dann die nächste Frage. Und zwar, was hast du für Vorstellungen nach dem Abi? Du hast ja nahtlos an diese eben gestellte Frage anknüpft. Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so feste Vorstellungen. Also das erste Jahr danach werde ich mal so ein soziales Jahr machen. Nicht, weil ich jetzt Bock habe, das zu machen. Gut, das ist auch sicherlich eine gute Erfahrung, keine Frage. Aber primär aus dem Grund, um einfach ein bisschen Zeit zu schinden, weil ich noch nicht wirklich weiß, wie es weitergehen soll. Und ich einfach ein bisschen Bedenkzeit brauche. Und da ist sowas ja optimal. Man sammelt Erfahrungen, liest sich ja auch nicht schlecht. Und dazu hat man noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Von daher werde ich das machen. Und danach, ich weiß es noch nicht. Also habe ich so ein paar grobe Sachen, in die ich gehen möchte, primär wahrscheinlich schon in Richtung Medien, in Richtung Journalismus. Das wäre auf jeden Fall das, was ich gerne machen würde. Sportjournalismus oder Spielejournalismus, beides sehr reizvolle Dinge, wie ich finde. Bloß ist da halt so ein bisschen das Problem, dass boah, gut gehalten, dass das halt sehr unsicher ist. Also gerade im Spielejournalismus gibt es ja sehr viele so Freelancer, heißt das, glaube ich. Also freie Angestellte eben, die dann für relativ wenig Geld schon arbeiten. Und so langsam ist diese Führung hier äußerst glücklich, denn Hamburg hat viele Chancen. Und ich hätte halt schon gern irgendwas, was sehr sicher ist. Also Beamtenjob wäre für sowas perfekt eigentlich. Aber ja, da gibt's halt irgendwie nichts Gescheites. Weil, was will man da groß machen? Polizist ist immer so dieses Paradebeispiel für einen Beamtenjob. Das wäre sicherlich spannend, aber da bin ich allein sportlich gesehen schon nicht geeignet für, weil ich ausdauerlich wirklich katastrophal bin. Und ja, das wäre... Und das wäre auch nicht mein Job. Will ich ehrlich sein. Es wäre nicht mein Job. Komm, ihr machet. Yes. Bam. Direkt in die Drangphase von Hamburg rein. 2-0. Ja, also wie gesagt, am liebsten würde ich was in die richtigen Journalismus machen. Sport- oder Spielejournalismus wäre beides sehr reizvoll. Aber was genau, das wird sich zeigen. Oder wird sich nicht zeigen, aber das werde ich in naher Zukunft erörtern müssen. Um es mal etwas gehobener auszudrücken. Aber erstmal mache ich ein soziales Jahr auf jeden Fall. So, wohnst du in Stuttgart und wenn nein, wo dann? Nein, ich wohne nicht in Stuttgart, ich wohne in der Nähe von Stuttgart, circa eine halbe Stunde davon entfernt. Und zwar in einem ganz kleinen Dörfchen, das im Grunde sehr nahe bei Nürtingen liegt. Eine Kleinstadt, aus der Harald Schmidt und Wolf Fuß, glaube ich, kommen. Und Christian Gentner, nee, der kommt aus Neufen. Ja, jedenfalls hier bei Nürtingen, so ein kleines Dorf. Name brauche ich jetzt nicht sagen, kennt sowieso keine Sau. Und dort wohne ich jedenfalls, ja. Gut, dann... Wer sollte Weltfußballer werden? Das ist eine sehr schwierige Frage, wie ich finde, denn es gab zweifelsohne diese Saison einige Spieler, die wirklich gut gespielt haben. Messi natürlich immer dabei, Ronaldo natürlich immer dabei, Ribéry auch. Aber ich würde Ribéry nicht zum Weltfußballer nennen, muss ich offen sagen. Europas Fußballer des Jahres kann man machen, finde ich in Ordnung, finde ich auch gut, weil er jetzt seit Jahren sehr gut spielt eigentlich und einfach klassisch gespielt hat und spielt. Aber im Endeffekt würde ich es wahrscheinlich Ronaldo geben. Es waren die vergangenen... Alter, habe ich ein Dusel, das ist unfassbar. Es waren ja die vergangenen Jahre immer Messi.
Und Ronaldo hat dieses Jahr richtig gut gespielt, Messi aber auch. Also zwischen den beiden müsste ich mich entscheiden, es wäre knapp. Rein aus Sympathiebonus würde ich wahrscheinlich bei einem Gleichstand, wie es zwischen den beiden herrscht, und da steht es 2-1, würde ich es wahrscheinlich eher Ronaldo geben. Aber zwischen den beiden wäre ich mir nicht so sicher. Dann die Frage, Entschuldigung, was hältst du von Elotrix? Oh, wie soll man das sagen? Also, bevor ich überhaupt irgendwas zu dem Thema sage, alle, die Elotrix mögen, die mögen jetzt bitte weghören, denn das wird alles andere als freundlich sein, was ich über ihn sage. Ich kann diesen Typen absolut nicht ausstehen und ich kann auch nicht verstehen, wie der Erfolg haben kann. Denn ich habe natürlich mir noch nicht so viele Videos von ihm angesehen, aber es ist, ich finde das so nervig. Er hat erstens eine nervige Stimme, eine unfassbar nervige Lache, die ja offensichtlich relativ viele Leute feiern auf seiner Facebook-Fanpage und so lese ich das immer wieder. Oh, Elotrix, deine Lache, so cool und so. Ich finde ihn nur nervig. Und dann seine Videos, also. Stellen wir fest, er lädt, wenn's hochkommt, zweimal im Monat ein Video hoch, irgendein Gameplay, wo er dann irgendeine erfundene Geschichte erzählt über seine ach so tollen Bettgeschichten, wo wahrscheinlich kaum was von so passiert ist, wie er es erzählt hat. Dann in einer Sprache, die selbst unter dem Niveau eines Achtjährigen liegt, mit Begriffen wie, boah, was hat der alles für Sachen, also keine Ahnung, so richtig, also einfach diese komische Sprache, also ich kann den Typen gar nicht leiden, ich kann absolut nicht verstehen, wieso der so erfolgreich ist. Ist natürlich zu erklären damit, dass YouTube vor allem einen großen Anteil an jungen Zuschauern hat und das kommt bei denen wahrscheinlich besser an, ich weiß es nicht. Ob ich da jetzt nur eine komische Meinung habe oder so oder schon zu alt bin, ich kann den Typen nicht ausstehen, und da bin ich auch nicht allein, also ja, ich kenne genügend Leute jetzt aus meinem Umfeld, die den Typen genauso verabscheuen wie ich, aber ich möchte jetzt ja auch keine allzu großen Hasstiraden auspacken, denn irgendwo gibt der Erfolg ihm ja recht. Es ist halt so, Dinge mit äußerst niedrigem Niveau und dem geringsten Anspruch, die sind halt am erfolgreichsten. Warum sind denn so Sachen wie Berlin Tag und Nacht, Köln 50, Schlag mich tot, 66 irgendwas? Oder was weiß ich, was gab's noch? Dieses komische, wo sie irgendwie Partyurlaube begleitet haben. So ein Scheiß. Warum ist sowas erfolgreich? Nicht, weil es so nette Charaktere darstellt, die lebensnahe Situationen zeigen und die Probleme des echten Lebens im Fernsehen darstellen. Nein, sondern weil es halt wirklich unterste Schublade ist, weil man sich schön auf die Schenkel klopfen kann, von wegen, oh, solche Assis, wir sind ja so viel besser. Und dazu muss man dabei absolut nicht nachdenken. So ist es bei Elotrix auch, denke ich mal, ungefähr. Also, ihr merkt schon, ich kann ihn nicht leiden. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, sonst wäre ich jetzt zu tot geflamed von Leuten, die ihn leiden können. Also, wenn ihr jetzt dieser Meinung nicht zustimmen könnt, dann lasst es einfach dabei. Ist meine Meinung, ihr könnt eine andere haben. Ja. Schönen Tag noch und so, ne? Gut, dann haben wir noch zwei Fragen. Was glaubst du, wer absteigen wird? Also wie gesagt, Braunschweig, glaube ich, wird absteigen. Dann sehen die Chancen bei Nürnberg ziemlich gut aus, weil die eigentlich, ich weiß auch nicht, es ist zwar immer knapp, aber trotzdem verlieren sie Spiel um Spiel, obwohl sie immer nah dran sind zu gewinnen und so. Aber im Endeffekt verlieren sie halt alles und dann holt man halt auch keine Punkte. Ähnlich wie Leverkusen. Das sind immer ganz knappe Dinge, aber die gewinnen halt immer. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann steht man halt auch ganz oben. Und so ist es halt bei Nürnberg eben andersrum. Und dann bin ich mit, ja, also dann würde ich wahrscheinlich noch Freiburg dazu zählen, vielleicht, und noch so die, weiß auch nicht. Ja, also da kann im Grunde noch jeder, der im Mittelfeld gerade sich aufhält, reinrutschen. Bremen, Stuttgart auch zum Beispiel, Frankfurt ganz klar, also es gibt viele, die reinrutschen können, Hannover. Das wird sich, denke ich, in den nächsten 10 Spieltagen zeigen, wer wo ist, da die Mitte doch noch relativ eng zusammen ist. Und ja, aber heiße Kandidaten sind auf jeden Fall Freiburg, Nürnberg, Braunschweig in meinen Augen. So, 2-1 gewonnen, das ist schon mal sehr gut, das wollte ich auch so und dann, ja gut, die letzte Frage schiebe ich auch für den nächsten Teil, die wäre nämlich gewesen, welche anderen Sportarten magst du? Das werde ich dann im nächsten Part beantworten, also in Part 5, wenn es wieder zu den Fragen kommt, weil ich dafür jetzt nicht mehr die Zeit habe, um darauf einzugehen wirklich. So, denn wir müssen uns ja noch den Teambericht anschauen. Jan Oblak hat sich leider überhaupt nicht verändert, der Typ ein bisschen, geht eigentlich, Dribbling hoch, an sich ganz hoch. Rüdiger minimal, aber ein Gesamtwertpunkt dazu. Ake bei fast allen Offensivwerten, das finde ich interessant. Er wird immer mehr zum David Luiz. Traurig gar nicht, Rausch ein bisschen. Will Hughes, Carvalho, ja. Der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Mit dem macht es echt Spaß zu spielen, mit Carvalho. Maxim natürlich, klasse Spieler, 78 schon, 8 Millionen wert. Ibisevic gefällt mir auch gut und so weiter, aber ansonsten dürfte hier nicht allzu viel geschehen sein. Gut, bei den Jungen noch hier so ein bisschen, aber Janu sei auch nicht, Meier schon. Benzia, oh, den...
Oh, Rojas. Rojas überraschend gut. Muss ich sagen. Also, das hätte ich nicht erwartet, dass Rojas so gut ist. Wie sieht es denn mit den Ausleihspielern aus? Flachodimos. Ja, nee. Und Stöger ein bisschen. Holzhauser ein bisschen. Ja. Odell logischerweise nichts. Kann man mit leben. Ja. Kann man auf jeden Fall mit leben. Und dann noch kurz einen Blick auf die Tabelle. Wir stehen an 5. Stelle hinter Gladbach und vor Wolfsburg. Das ist sogar eine relativ realistische Tabelle, behaupte ich mal, so ungefähr. Nur dass Leverkusen, wo sind die? Falsch sind. Aber ansonsten ist das schon relativ realistisch da. 5. Platz auf jeden Fall. Wir wollen natürlich mehr. Die ersten Spiele haben uns nicht gut getan. Das war's jedenfalls. Bis zum nächsten Mal und tschüss.